Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Mein Vanilleextrakt verlinke ich euch natürlich auch in meiner Infobox. Es ist sehr ergiebig und ihr kommt wirklich lange damit aus. Zuerst rühren wir für 3 Minuten die Butter cremig. Anschließend kommt der Zucker und der Vanillezucker dazu. Zucker und Butter schön verrühren lassen. Das Mehl mit dem Backpulver vermengen. Und miteinander versieben. Mein Mehlsieb verlinke ich euch natürlich auch in meiner Infobox. Nun gebt ihr nach und nach die Eier dazu und lasst das Ganze so lange rühren, bis sich die Butter mit den Eiern ordentlich verbunden hat. Nun kommt das Vanilleextrakt dazu. Anschließend ungefähr die Hälfte von dem Mehl dazu mengen. Danach rührt ihr circa die Hälfte von der Milch unter. Nun kommt das restliche Mehl dazu und die Milch. Bei der Milch einen kleinen Schluck zur Seite geben. Die Gugelhupfform wird ordentlich mit flüssiger Butter eingepinselt und ordentlich ausgebröselt. Wenn dir mein Video bis jetzt gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Nun verteilt ihr ungefähr 2/3 von dem Teig in eurer Gugelhupfform. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du mir auch gerne ein kostenloses Abo hinterlassen. Nun verrührt ihr den restlichen Teig mit dem Backkakao und dem Schluck Milch. Da manchmal noch etwas heller Teig am Schüsselrand haften bleibt, verrühre ich das Ganze nochmal mit der Hand. Nun verteilt ihr auf dem hellen Teig den Kakaoteig. Nun mit einer Gabel oder einem Holzspieß den hellen Teig nach oben ziehen. Unser Gugelhupf kommt jetzt bei 180 Grad Umluft für circa eine Stunde in das Backrohr. Mit der Stäbchenprobe kontrollieren, ob der Kuchen fertig ist. Den Kuchen etwas abkühlen lassen und dann aus der Form nehmen. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal, eure Kathi.